Hey ho, mein Name ist Fanta und ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Profit or Loss, einem Format, was ich seit langem wieder mal bringen wollte, was mir unfassbar viel Spaß macht und wo ich erstmal das richtige Produkt für finden musste. Darum wird dieses Format erst jetzt wieder belebt, also entschuldigt mich dafür, aber heute gibt es etwas ganz Besonderes, weil dieses Set, was wir gleich aufmachen werden, noch nicht auf meinem Kanal zu Gesicht gekommen ist und ja, es ist die wundervolle Mary Box von Weg des Champs mit Morpeko und Olangar. Ob die Box letztendlich so wundervoll wird, werden wir in diesem Video herausfinden. Und bei Profit or Loss geht es darum, dass wir möglichst nah am Originalpreis herankommen, wenn wir alle Inhalte dieser Box zusammenrechnen. Beziehungsweise, wir wollen natürlich Profit erzielen, heißt, wir müssen mehr herausbekommen, als wir letztendlich für diese Box bezahlt haben. Normalerweise kostet sie 35,99 €. Komischerweise habe ich nur 34,91 € für zahlen müssen, weil ich irgendwie einen Rabatt bekommen habe. Wieso auch immer. Aber den Preis nehmen wir letztendlich auch. 34,91 € versuchen wir aus dieser Box herauszubekommen. Also verrechnen wir die ganzen Promokarten, den Pin, den Inhalt der Booster Packs, den Bulk oder Bulk und auch die Codekarten, das können wir alles machen. Und das Poster, was noch drin ist, das werden wir auch gleich nochmal zu Gesicht bekommen. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, obwohl ich es gerade auch schon gemacht habe. Aber egal, was ich noch ansprechen möchte, ist das Olangar. Ich kann mich wirklich nicht damit anfreunden, vor allem mit diesem Gesamtbild. Es ist einfach nicht das Schönste. Aber was hat uns das französische Märchen, die Schöne und das Biest, gelernt? Es kommt nicht auf das Aussehen an, sondern auf die inneren Werte. Und auf die werden wir auch heute schauen, nämlich auf die inneren der Booster Packs. So, und mit diesen Worten möchte ich dieses Opening beginnen. Wir fangen einfach mal an, das hier aufzumachen. An der Seite. So, wie ich vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen habe, gibt es in diesem wundervollen Produkt einmal hier ein Poster, was wir aufschlagen werden mit Mary, Morpeko und Olangar. So sieht das ungefähr aus. Ich werde später natürlich noch ein Foto hinzufügen, weil das einfach nur riesengroß ist und es nicht auf das Bild passt. Darum werde ich an dieser Stelle das hier einfügen. Und des Weiteren kommt diese wundervolle Kollektionsbox mit einer riesengroßen XXL Olangar-Karte. Die stellen wir uns einfach mal im Hintergrund hin. Und das gleiche gibt es in klein als V-Karte. Und natürlich dem Morpeko. Auch sehr, sehr süß gemacht. Funkensprung und Elektrorad kann es. So, dann zusätzlich dazu kommt diese Box mit dem Morpeko hin und was ich ganz cool finde, ist, dass Kohldampfmuster und Pappsackmuster beide vertreten sind. Außerdem bekommt ihr noch in diesem wundervollen Produkt die Codekarte, wo ihr, glaube ich, die beiden Promokarten bekommt. Ich bin mir da nicht so sicher, habt einfach viel Spaß damit und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr letztendlich davon bekommen habt. Und ja, wie man schon vielleicht unten sehen konnte, werde ich die ganzen Preise auch immer auflisten und zusammenrechnen. Da habt ihr nochmal eine kleine Übersicht, was wir letztendlich noch herausholen müssen aus dieser Kollektionsbox. Aber letztendlich sind wir eigentlich ganz gut dabei, wenn wir die XXL-Karte uns anschauen. Die kann man, glaube ich, für 5 € verkaufen und die Promokarten, da habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, das sind jeweils 1 €, also 7 € haben wir schon mal da entnehmen können. Das bedeutet, wir sind auf jeden Fall jetzt bei, ich glaube, 24,91 €. Bei den restlichen Sachen müssen wir einfach mal schauen, da weiß ich nicht genau die Preise. Ja, der Rest, der muss einfach von den wundervollen Booster Packs herausgeholt werden. Ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen. Wir haben hier Barrikadax, Kamallen, Gardevoir und das Pokosan in der Dynamax-Version. Also, das sieht unfassbar schön aus und ich freue mich, mit euch dieses Profit or Loss jetzt wiederbeleben zu können. Und wir starten auch direkt mit dem Pokosan. Es sieht einfach mal Zucker aus. Es ist einfach nur süß. Und hoffentlich werden auch so die Puls schmecken. Leute, ich muss noch was sagen. Wir wissen alle, was in Weg des Champs drin ist. Und viele können es nicht mehr hören. Aber auf
auf drei Leute. Sagen wir den Hit, den wir unbedingt aus Weg des Champs erzielen müssen. Also, eins, zwei, Lucario V. Die Karte möchte ich unbedingt aus diesem Set ziehen. Sie sieht unfassbar schön aus und vielleicht kriegen wir es ja. Ich weiß nicht, ob wir letztendlich auch die 2491 bzw. die 3491. Oh, ich hab. Hoppala! Ich habe mich verrechnet. Was ich sagen wollte, ist, dass wir vielleicht durch die Lucario V-Karte nicht unbedingt unseren Originalpreis erzielen können, aber es wäre trotzdem ein schöner Hit. Wir sind gerade, glaube ich, bei 27,91 minus den Pin und minus das Poster und minus die Codekarte. Jetzt kommen noch mal die Booster Packs hinzu und mal schauen, ob wir wirklich den Preis erzielen können und darüber hinaus. So, das erste Booster Pack machen wir jetzt auf. Ich bin gespannt, wie die Karten ausschauen werden. Kartentricks sind, glaube ich, vier. Wir können auch gerne das Energy Game machen und ich sag auch schon mal hier wie das Hornliu, Pflanze an, Wablu, Kokuna, den Pokéball, Macholo, Elektro, leider. Schade, egal. Rüpel von Team Yell, wir haben Hopp. Die müssen eigentlich dorthin. Primano, Galabarrikadax als Reverse Rare Karte. Vielleicht ist die ja was wert. Und, oh, schönes Ding. Oh mein Gott. Aus dem ersten Booster direkt ein Bisaflor V. Die Karte sieht ja mal super schön aus. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet, dass wir überhaupt was ziehen. Eine wundervolle Karte, wie ich finde. Das Bisaflor V gibt uns vielleicht auch in Anführungszeichen gutes Geld. Und ja, das freut mich sehr, dass wir den ersten Hit gelandet haben. Auch mit so einem wundervollen Pokémon, wie ich finde. Und ja, so kann es auch gerne weitergehen mit Barrikadax, wie wir das auch gerade in der Reverse Rare Karte hatten. So, diesmal sage ich. Oh, eigentlich nochmal Pflanze, oder? Wegen dem Bisaflor. Komm, Pflanze. Ah, Wasser. Okay. Schade. Mann. Ja, ich habe es wenigstens versucht. Verdächtige Konserve, die gibt es auch als Secret Rare Karte. Vielleicht bekommen wir die ja. Aber erstmal das Kokuna. Nochmals den Pokéball. Macholo. Primova, diesmal die Vorentwicklung. Hyperheiler. Hornlio als Reverse Karte. Und Forschung des Professors. Die wundervolle Professorin Magnolika, die zweite Frau im Bunde, finde ich sehr schön. Und ich habe keine Sleeves mehr. Ja, wundervoll, das ist weniger schön. Auch in diesem Sonderset gibt es die Besonderheit, dass es immer eine Holokarte gibt. Aber die verrechnen wir auch. Ich meine, wieso nicht? Und ja, dazu sage ich auch nicht nein, das Gardevoir. Muss kurz überlegen, gibt es eine Gardevoir V-Karte? Ich meine schon. So, für euch diesmal den Code. Viel Spaß damit. Hoffentlich zieht ihr ein Lucario V. Und jetzt sage ich Stahl. Euer Ernst? Pflanze? Oh Mann, alle guten Dinge sind drei. Hyperheiler, Phililu, Kokuna, auch zum dritten. Unrathytox, Brimova. Sehr süß. Oh, Victini mit dem Victory-Zeichen. Das ist doch ein Zeichen, oder? Mashok. Kabu als Trainerkarte. Ich wollte sagen Reverse, aber das ist ja das Kanivana. Und. Oh Leute. Das ist doch nicht wahr, oder? Hopp als Full Art Karte. Oh, es ist so lange her, dass ich eine Trainer Full Art gezogen habe. Und jetzt noch Hopp, den Bruder des Champs. Oh, das ist doch wundervoll. Die sieht richtig stark aus. Die zeigt auch die Faust, dass wir es schaffen können, dass wir die 3491 auch wirklich erzielen können. Oder auch darüber hinaus. Och, das freut mich. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Hit. Also, da bleibt mein Mund
offen. Meine Mundwinkel mal wieder schön nach oben gezogen. Ich bin wirklich gerade sprachlos. Zwei Hits, das hatte ich seit langem einfach nicht mehr. Und dann auch natürlich voller Trainerkarte und ein richtig tolles Bisa-Flow-V. Also ich sag euch, wenn wir in diesem Video noch das Lucario-V ziehen werden, dann gebe ich euch einen aus. Das verspreche ich. Ja, wir machen jetzt auch weiter mit Weg des Champs. Ich bin gespannt. Also mit Kamalm eigentlich von Weg des Champs. Ich bin gespannt, was wir noch ziehen werden. Ob wir überhaupt noch was ziehen werden. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Pullrate in Weg des Champs gut war. Bis jetzt denke ich mal, dass es wie immer ganz überdurchschnittlich ist. Wie bei jedem Sonderset, aber da habe ich auch ganz andere Sachen von gehört. Und was sage ich denn jetzt? Feuer! Es ist Psycho. Schade. Bis jetzt noch nichts richtig. Hyperheiler. Felilu, Daname, ein Kokuna, Unrat Jutox, Brimova, das Madrotum, Cleopatra, Tohaido, Gala Geradax als Reverse-Karte und Barrikadax, ja passend dazu, sehr, sehr schön als Holo-Karte. Zufälligerweise, immer wenn wir ein Barrikadax ziehen, habe ich noch ein Barrikadax auf der Hand. Das ist doch ein Zeichen. Also ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Da muss doch jetzt noch mal was kommen. Ich sag auch jetzt schon mal vorab, wir werden eine Unlichtenergie ziehen. So. Komm, wenn es wirklich Unlicht ist, dann ist es Schicksal. Ah, Feuer. Schade, schade, schade. Brimova, Iskala. Vielleicht interpretiere ich einfach zu viel dahinter. Gala Geradax. Den Superball. Absol. Jetzt kommen auch schon hier die ganzen Unlicht-Pokémon. Victini, eine Kampfenergie als Reverse-Karte. Das gibt nochmal ein bisschen was aufs Konto. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch brauchen. Wahrscheinlich richtig viel. Aber ja, das könnt ihr dort unten höchstwahrscheinlich auch sehen. Und unser letzter Hit ist. Oh, Duraludon! Nochmal als V-Karte. Also die Box hat sich ja mal super gelohnt, egal wie viel wir letztendlich Verlust oder Profit gemacht haben. Ich habe wundervolle Karten gezogen und ein wundervolles Opening mit euch machen können. Ja, ich sleeve die Sachen nochmal schnell ein, dann machen wir auch den Recap und dann schauen wir auch einfach mal, was wir rausbekommen haben. So, meine Lieben, aus diesem wundervollen Opening, wie ich finde, haben wir einmal hier diese tollen Reverse- bzw. Reverse-Rare-Karten gezogen. Und jetzt kommen die großen Dinger. Einmal die Reverse-Kampfenergie. Die gute Magnolika. Galabarrikadax. Unsere Promos mit Olanga. Morpeko. Unsere Hits. Bisaflor-V. Duraludon-V. Und Hopp als Full Art. Also, das Opening hat sich definitiv gelohnt. Ich weiß nicht, wie es letztendlich mit den Preisen ausschaut, aber jetzt werde ich sie an dieser Stelle einblenden. Und ja, egal was kommt, ich fand's toll mit euch. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und ich muss an dieser Stelle nochmal meine Aussage revidieren. Olanga hat uns sehr, sehr vieles gebracht. Und was sagt uns das? Achtet nur auf das Innere, Leute. Darauf kommt es nämlich an. Und damit beende ich auch dieses Video. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao!